Herzlich willkommen zu unserem Neuland Reisefluchtblog. Wir sind jetzt gerade hier auf der Insel Urust bei der Firma Hallberg Rassi. Auf deren Werft ist heute eine Hausmesse. Es sind auch viele andere Boote zu sehen und ja, Kleidung und anderes Zubehör. Hier sind sehr, sehr viele interessierte Yachtliebhaber. Und wir werden uns jetzt gleich mal hier umschauen und euch ein schönes Video zusammenschneiden. Und vielleicht können wir auch auf die ein oder andere Yacht raufspazieren und euch präsentieren, was es so Neues gibt von Hallberg Rassi. Ja! Viel Spaß bei unserem Video. Ihr wisst vielleicht noch nicht, aber wir sind begeisterte Segler auch. Also wir haben zumindest das Meer und den Wind. Schon einige Segelkurse auch hinter uns, aber das eigene Boot steht natürlich noch aus. Wir hatten so kleinere Jollen und so weiter, so ganz kleine Schiffchen. Ja, wie ist es denn das hier so mit den Corona-Richtlinien? Ne? Die Leute laufen hier so einfach so rum. Ja, es ist sehr angenehm. Ohne Maske? Hula! Sind da viele Tote zu erwarten hier? Nee. Nee, ne? Corona! Ein Anfang schießt nicht die dieser Flaschbänder weg. Das ist eine kleine Kuh. Motorboot und so ein Segel. Dann kann ich schon segeln. Schick, schick. Schicke kurze Hose. Es wird aber jetzt Winter, ne? Macht nichts. Was brauchst du denn kurzen Hosen? Ist ja auch im Angebot. Ja, wir stehen jetzt hier bei den gebrauchten Booten und das wäre doch auch eine Möglichkeit. Ist auf jeden Fall super, wenn man mal schnell das Land verlassen muss. Dann kann man sich auf sein Segelboot schwingen und man ist schwuppdiwupps im nächsten Land. Von daher sind wir heute hier und vielleicht, wer weiß, Segelboot in Schweden. Und falls es hier doch anders kommen sollte, kann man auch schnell das Land wieder verlassen. Ja, was lebt denn da? Super, hier bleiben wir einfach liegen. Wow, das ist ja eine richtige Wohnung auf dem Wasser. Mama, ich muss kaufen. Hammer. Das ist ja der Hammer. Wahnsinn. Können wir den Katamaran kaufen? Eigentlich sehr gerne, aber mit 400.000 Euro ist der Katamaran deutlich über unserem Budget. Deswegen machen wir uns auf den Weg zu den nächsten Booten. Mensch, Annika, 62 Fuß hat das Boot, auf dem wir gerade stehen, gell? Da muss man erstmal einen Parkplatz für finden, irgendwo im Hafen. Aber man kann viele Vorräte mitnehmen, ne? Das stimmt. Bohnen, Reis. Kostet aber auch 600.000 Euro, das gebraucht Stück. Ja, aber sehr schönes Schiff. Aber ich glaube, die Segel kosten hier auch ein paar Mark. Du. So ein riesen Mast. Wir sind hier an Bord einer 62 Fuß Hallberg Rassi. Dieses Schiff kostet neu 1,6 Millionen Euro circa. Ja, ganz schön viel, aber trotzdem 600.000 für ein gebrauchtes Boot. Ist halt Hallberg Rassi. Was für ein riesen Schlafzimmer ist denn das? Ja, da können ein paar Leute mit an Bord kommen. Da können wir um die Welt segeln. Guck mal, Annika, das ist doch mal ein Budgetboot hier. Ja. Ja, das ist der Hallberg Rassi Kutter und den gucken wir uns jetzt mal an. Der hat nämlich so einen überdachten Steuerstand. Und wenn die Frau nicht nass werden will bei hohem Seegang, ist
ist doch perfekt. Aber kann man damit über den Atlantik segeln? Wow. Ach. Wenn man dabei ist und nicht mit dem Kack überlegen, sonst ist ja da gerade eingeparkt. Ja, also so sieht ein Boot aus, wenn es dann schon 35 Jahre alt ist. Eigentlich noch ganz okay, aber ja, man merkt halt eben, dass es nicht mehr neu ist. Ja, der Kutter ist eigentlich ein schönes Schiff, aber ich denke, da muss man zu viele Arbeiten dran machen. Da muss man zu viel Geld investieren und Arbeit, um das Schiff wieder top und flott zu machen. Ja, wir sind nochmal weitergegangen. Es gibt ja noch ganz viele Schiffe hier. Eine Vasa 420, 3-Kabinen-Version, auch ganz nett für knapp 100.000 Euro. Das sieht doch toll aus. Zum Holzschiff. Herrlich. Ja, Annika hat hier eine Windö 62 entdeckt. Auch ein sehr, sehr schönes Schiff. Auch knapp 30 Jahre alt. Auch knapp auch um die 100.000 Euro. Sehr schön, sehr groß. Relativ knappe Kopffreiheit. Für mich habe ich direkt den Kopf angestoßen. Ja, ein 344, auch was für die kleine Familie. Neben gebrauchten und neuen Schiffen konnte man hier auch die Sjöretning, die Lebensrettung, besuchen. Und auch zahlreiche historische Schiffe waren am Start. Oh, da war jemand angeln, hä? Ja. Der ganze Meeresmüll ist kaputt. Gefühl. Wir haben den Bootsführerschein jetzt schon ein paar Jahre und sind noch nie davon gesegelt, sind immer nur stabil vor Ort, an einem Ort geblieben. Aber ja. Ja, nachdem wir jetzt gebrauchte Boote angeguckt haben und schon mal hier sind, gucken wir mal noch die Halberg Rassi 45 Fuß an. Und jetzt sind wir gerade außen an Bord und warten noch, bis die zwei Gäste, die gerade den Innenraum besichtigen, fertig sind und dann können wir auch mal in die Koje steigen. So, Annika, jetzt mal ein neues Boot hier anschauen. Oh. Ne? Das ist schon was. Schon, ne? Schön verarbeitet hier, das ganze Holz. Mm. Aber kostet auch was. Ne? Mm. Ja, so sieht eine 44er Halberg Rassi aus, ganz neues Boot. Es kostet aber eine Nummer, das Teil hier, bestimmt so 800.000 Euro. Da kann man sein ganzes riesiges Haus verkaufen. Wenn sie überhaupt so viele bringt. Texas Street. Das ist der Street. Wie überall, es wird immer zu wenig vegetarisches Essen eingekauft. Es ist immer gleich als erstes leer. Schade drum. Oh ja. Ja, Essen wird total überbewertet. Daher gleich weiter zum Werftrundgang. Den wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Die Werft ist geöffnet, Tag der offenen Tür. Und man kann wirklich hier überall reinschnuppern, gucken, wo die produzieren und wie sie produzieren. Und jetzt sind wir hier gerade bei den Hölzern angekommen, wo man sieht, wie schön die Böden hergestellt sind, die anderen Holzsachen. Aluminium.
guck mal, das hat der. Mensch, das ist ja mal super, dass man hier überall in der Werft rumlaufen kann, gell? Ja, das gibt schon. Guck dir das mal an, hey, wow. Kann ich alles angucken, wo hier gearbeitet wird. Wir sind hier in der Lackiererei. Hier muss man mit Maske arbeiten. Das macht Sinn. Hier macht Sinn, ne? So, jetzt sind wir hier eine Ebene höher. Da kommen wir jetzt zu den Booten, wo man wirklich drauf klettern kann. Da geht es jetzt auf die Boote drauf. Hier werden die zusammengebaut. Ja, das ist hier die Besonderheit bei den Halberg-Rassis, dass die, der Rumpf und das Deck zusammen schon produziert werden und dann wird das Schiff erst innen drin ausgebaut. Bei anderen Werften wird der Innenausbau gemacht und dann kommt das Deck drauf. Schaut mal, hier ist so ein Tiefdruckverbund. Sieht spannend aus. So, eine schöne Bootshow ist zu Ende. Endlich konnten wir mal wieder auf eine Bootsmesse gehen. In Deutschland, die Bootmesse war ja leider die letzten 2 Jahre immer abgesagt worden, wegen C, wie auch immer. Also umso schöner, dass hier die Schweden es uns ermöglicht haben, endlich mal wieder auf eine Bootsmesse zu gehen zu können. Und ja, kein Test wurde verlangt, nach keiner Impfung wurde gefragt, man musste keine Masken tragen. Hat viel Spaß gemacht, neue Boote haben wir angeschaut, alte Boote haben wir angeschaut. Breitbandig, ja. Die Werft haben wir ja auch angeschaut, ihr habt es ja gesehen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, eure Neuland-Crew. Tschüss.